Ach, das klingt doch schon mal gut. Jetzt guck dir mal den Typ an. Alter Schwede. Hier, da weißt du auch gleich, was dem sein Hobby ist, ne? Also, die Holstenkugel. So, komm. Achtung, nochmal. Hier im Profil. Hier, der hat auch Fußball verschluckt. Oder Medizinball. Kommen Sie mal hier rüber. Ich will das kaufen. Der kann ja mit dem Chef da Konkurrenz machen. Lecker, lecker, lecker. Hier, hab die Cashcard gegessen. Ja, dann nehmen wir auch gleich noch den Golfschläger. Golf kann der sowieso kein spielen, der sieht ja am Ball nicht. Ich würde gerne Folgendes kaufen. Golfschläger. Kommen Sie hier rüber. Mensch, der walzt aber auch. Ist ja der Hammer. $75. Cashcard einmal hier. Bim. Ach, früher hat es immer so Bip gemacht. Ja, heute macht es auch noch Ratsch, Ratsch. Ja, wir sind aber immer noch nicht fertig. Wir kaufen nämlich seinen ganzen Laden leer. So eine schöne Nasenbrille. Ja, vor allem wie der lustig Rotzbremst da, dem Schnorris, was da unten drauf hängt. $3, die haben wir doch. Hier ist meine Cashcard. Das ist auch immer das Gleiche, als hätte er das schon tausendmal gemacht. Dabei, wie passt der überhaupt hier hinter das Fenster? Na, ich meine, seitwärts oder wie? Da, das Schild kann man nicht sich anschauen. Ich will auch noch den Werkzeugkasten haben. Ja, jetzt wird die ganze Cashcard, der gute Zack, ein Leben lang gespart. Und, ja, das Ganze wird jetzt hier erstmal verheizt. Ne? Nach 20 Minuten Spielen habe ich die Cashcard leer. Auch eine Gitarre nehme ich auch noch mit. Ich würde gerne Folgendes kaufen: Gitarre. Oh, guck mal rüber hier, die Holzenkugel mal da entlang. Mensch, wenn der vorne überfällt, da brauchst du dich keine Gedanken zu machen, dass der Kopf auf den Boden kommt. Da hat er einen Airbag vor sich. Fantastisch. Ja. Hier. Ja, dann. Machen wir noch den Taucheranzug, komplettieren wir das Ganze. Er erwartet uns schon. Ich würde gerne Folgendes kaufen: Taucheranzug. Kommen Sie hier rüber. $145, der hat sie doch nicht mehr alle. Hier ist meine Cashcard. Na, als weiter, komm. Die andere ist sowieso schon gesperrt. Was haben wir denn hier noch? Was ist das für eine schöne Figur? Ich habe alles gekauft, was man anklicken kann. Ja. Klassisch. Na, tschüss. So, was wir auch. Ah, hier haben wir übrigens. Hier gibt es an der Tür gibt's nicht zu lesen, aber es gibt ein Schild. Gesellschaft für Archäologie in San Francisco, Artefakte in Schlitz einwerfen. Ja, so kann man es auch beschreiben. So, was haben wir hier? Vorübergehend geschlossen. Och, dann wird da wahrscheinlich auch nicht. Sein Schild vermissen. So, den Werkzeugkasten machen wir wieder zu. Den brauchen wir jetzt nicht. Ja, und jetzt haben. Der pennt ja schon wieder. Das. Also ich meine, ne? So, mal dreimal geklopft. Und das. Ja, jetzt habe ich hier so viele lustige Sachen gekauft. Wir haben hier die schöne Methode Möglichkeit, hier zieh an und dann kann ich mir eine Nasenbrille anziehen, ich kann mir den Hut anziehen und jetzt sehe ich ja zum Verwechseln ähnlich, ne? Wie unser Kollege hier, da gehen wir doch da mal kurz rein. Wir öffnen mal die Thekentür. Hallo! Und benutzen mal die schöne Telefonrechnung, wenn ich sie finde. Mit dem Computerterminal, das macht dem Guten auch hier gar nichts aus. Da, jetzt ist meine Rechnung auf Null. Ich stemple sie ab und lasse sie hier. Ja, wunderbar. Dumm die dumm.
Na. Was haben wir hier noch? Ein Schild. Telefongesellschaft, bitte zahlen Sie Ihre Rechnung. Hier haben wir jetzt getan. Und wir können guten Gewissens von dannen ziehen. Ja, aber nicht so. Den Hut und die Nasenbrille, das machen wir nicht. Ja, sag mal. Oh, Sie sind's wieder. Alles einsteigen. Auf geht's. So. Ach, wer bist denn du? Studenten entdecken Riesengesichter auf dem Mars. Was haben wir noch hier für News? Nichts. Willst du ein Buch über die Erleuchtung? Aber natürlich, das Geld sitzt heute locker. Wo haben wir denn die schöne Cashcard? Da, einmal hier, dreh dich rum, komm. Einmal bücken, kostet $42. Ab durch die Käfte gezogen. Auf dass du wahre Erleuchtung findest, ich hoffe es auch. Sie sind spät dran, ich zeige Ihnen Ihren Platz. Alles wartet nur auf mich, so bin ich das gewohnt. Hier ist er. Meine Damen und Herren, Sie haben diesen Vortrag schon gehört. Ich mache es kurz. Bei einer zu erwartenden Wasserlandung können Sie Ihr Sitzkissen als Schwimmhilfe benutzen. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke. Wahrscheinlich. Genießen Sie den Flug. Ich werde das jedenfalls nicht. Na, und da weißt du gar nicht, wie recht sie hat, denn wenn einer weiß, wie man dafür sorgt, dass sie den Flug garantiert nicht genießt, dann bin ich das. Hier ist ihr Essen. Oh, jetzt erstmal hier ordentlich einen abseilen gehen. Das ist wichtig. Ja, er pennt. Oh, rein da. Oh. Na, erstmal schachten. Entschuldigen Sie. Na, aber natürlich, mein Lieber. Tu dir keinen Zwang an, alles muss raus. Ja, wo lässt sich's besser kacken als auf dem Flugzeugklo? So, besten Dank. Hoffentlich hast du dir auch die Hände gewaschen. So, dann tun wir mal hier das Toilettenpapier in die Toilette. Ach nein. Oh, das war ich jetzt. Entschuldigung. Aber da sieht man jetzt auch etwas Schönes, glaube ich, hoffe ich. Och. Bitte hinsetzen. Scheißhauspapier ist alle. Tante, sieh zu. Ist das jetzt wieder voll? Ich brauche das, ich habe mich verdrückt. Ja, die Gute wird uns noch kennenlernen, glaube ich. Na, dann fangen wir mal hier an, ein Sitzkissen. Hey, Sie! Ja, Madame, ich halte dich auf Trab. Das dürfen Sie nicht tun. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Jetzt bleiben Sie hier. Was ist, wenn ich ganz dringend AA muss? Und weiter geht's. Oh, mal ordentlich jetzt hier häufeln. Klopapier ist alle. Dann machen wir nochmal die Spüle an. Und benutzen nochmal den Rufknopf. Weil ich Idiot natürlich das Toilettenpapier verschwinden gelassen habe. Jetzt gehen wir mal da vorne rein. Eigentlich will ich ja nur das Toilettenpapier wieder haben. Jetzt
kannst du auch nichts mehr machen, bis die Alte da ist. Das dürfen sie nicht tun. Ja. Gehen sie sofort auf ihren Platz zurück. Ja, der Flugzeugspaß geht noch weiter. Ich brauche das Scheißhauspapier. Es hilft mir ja nichts. Wo geht denn die jetzt hin? Dann lassen wir sie mal ziehen. Oh, hoffentlich. Hoffentlich ist der Klo jetzt mal wieder begehbar. Ach, dann benutzen wir, kacken wir doch noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Entschuldigen Sie. So, in der alten Version war dann das Klopapier wieder da. Besten Dank. Nein, na gut. Ja, dann machen wir hier gar nicht lang Geschiss. Also ich bin, glaube ich, der Horrorfluggast für die Alte. Wie der Typ läuft, als hätte er irgendwas im Arsch stecken. Sag mal, was ist mit dem los hier? Hm. Komm her. Du altes Huhn. Rein da. Scheiße aus Papier ist alle. Wie die guckt, die ist ein bisschen zornig. Zurück zum Sitzplatz. Na ja. Ne? Zurück zum Sitzplatz. Hey, Sie. Das dürfen Sie nicht tun. Ach, ich hab das Toilettenpapier einstecken. Mensch, warum sagt denn das keiner? Oh, und ich mache hier die ganze Zeit den Ambarage. Na, dann aber jetzt schnell. Das tut mir leid, das schneide ich raus. 10 Minuten im Flugzeug rumgelaufen für nix. So, jetzt. Da mal so. Okay, das könnte die Spüle verstopfen. Ja, das ist mein Wunsch. Einschalten. Gleich läuft's über. Na komm. Na komm. Oh. Dann. Ja, als nächstes haben wir noch einen Schabernack. Dann. Oh nein, was für eine Schweinerei. Sabotierte Spülung, stranguliert schreiende Stewardess. Ja, ein Satz mit lauter S am Anfang hast du sehr gut gemacht. Dann tun wir mal das ein in den Mikrowellenherd. Schließen den Mikrowellenherd. Schalten den Mikrowellenherd ein und gehen zu unserem Sitz zurück. Dumm-di-dumm. Ich war's nicht. Ich glaub's fertig. Mal gucken. Oh, sieht gut aus. Was riecht hier so komisch? Ja, ich weiß nicht. Hallo. Nein! Wer war das? Oh, endlich Ruhe vor dem blöden Frau Klör. Wenn ich den erwische. Oh, ein Feuerzeug haben wir auch noch gefunden. Ja, dann gehen wir hier mal die ganzen Dinger ab. Mal gucken, ob hier noch jemand was Spannendes dabei hat. Das juckt die Leute hier auch nicht, wenn ich hier mal... Entschuldigung, dürfte ich mal durch? Ich will nur an ihr Gepäckfach. Was haben wir denn da so? Ja, der pennt ja. Hier, Oma. Ah, Oma, dein Sauerstoff, den kann ich aber gerade gebrauchen. Ich muss nämlich demnächst mal auf den Mars. Das kommt mir ganz gelegen. So, dankeschön. Und, oh, einen angenehmen Flug später. Wenn ich den erwische. Na, alles nicht so schlimm. Wir waren es nicht gewesen.